Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Da sind wir auch schon zum Lesemonat Juli auf meinem kleinen, aber feinen, aber doch sehr laienhaften Literaturkritik-Kanal. Ich habe 8 Bücher gelesen. Wie immer konnten mich manche Bücher sehr von sich überzeugen und andere etwas weniger von sich überzeugen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, euch jetzt an diesem bunten Strauß an Büchern teilhaben zu lassen. Lasst mich wie immer wissen, wie es euch literarisch ergangen ist in letzter Zeit und lasst mich wissen, was ihr von den vorgestellten Büchern haltet. Habt ihr davon schon eins gelesen? Ich freue mich wie immer von euch zu hören und wünsche euch viel Spaß mit meinem Lesemonat. Wir kommen zu einem Buch, das ich bei Max von Kain und Abel gesehen habe, mir letzten Monat dann zugelegt habe und diesen Monat dann gleich mit meinem Mann zusammen gelesen habe, nämlich von Genghis Aitmatov, Der weiße Dampfer. Aitmatov wurde 1928 in Kirgisistan geboren und ist 2008 in Nürnberg verstorben. Sein Vater wurde 1938 während der Säuberungen verhaftet und hingerichtet. Dennoch hat Aitmatov eine sehr ansehnliche Karriere hingelegt. Er war Mitglied im sowjetischen Schriftstellerverband. Außerdem arbeitete er 8 Jahre für die Parteizeitung Pravda. Er ist Träger verschiedenster Preise. Unter anderem ist er Nationalschriftsteller Kirgisistan und Held der sozialistischen Arbeit. Was auch immer das heißen mag. Tatsächlich war er seit Ende 89 auch Berater von Gorbatschow und 1990 war er der letzte sowjetische Botschafter in Luxemburg. Und bis März 2008 war er dann Botschafter für Kirgisistan in Frankreich und den Benelux-Staaten. Kommen wir zum Weißen Dampfer. Der Weiße Dampfer wurde sogar 78 verfilmt und bekam in Kirgisistan eine eigene Briefmarke. Und das ist ja eigentlich das höchste der Gefühle, wenn ein Werk oder ein Autor eine eigene Briefmarke bekommt, aber heutzutage auch völlig irrelevant, weil die Briefmarken sterben ja aus. In Der weiße Dampfer wird die Geschichte eines 7-jährigen namenlosen Jungens erzählt, aber wir sehen das Ganze nicht durch die kindliche Brille, also nicht aus der Sicht des Jungen. Dieser Junge wächst bei seinem Großvater und bei seiner Stiefgroßmutter auf. Sie wohnen dabei in einem sehr abgelegenen Naturschutzgebiet Kirgisistans. In der Nähe ist eigentlich nur noch sein Onkel Oroskul und dessen Frau Bekay. Der Junge wächst bei seinem Großvater auf, weil seine Eltern sich getrennt haben und beide eben ihrer Wege gegangen sind. Der Junge vermutet, dass sein Vater Matrose auf einem weißen Dampfer geworden ist. Und der kleine Junge hat eben ein Fernglas. Und mit diesem Fernglas meint er eben weit in der Ferne auf einem See diesen weißen Dampfer zu sehen, wo eben sein Vater nun sein müsste. Wie gesagt, wir befinden uns in einem sehr abgelegenen ländlichen Bereich und außer diesen Verwandten von diesem Jungen sind nur noch ein Waldarbeiter und seine Frau da. Und dieser Junge hat eben niemanden in seinem Alter, mit dem er spielen könnte. Und er hat eigentlich nur die Welt der Erwachsenen, mit der er sich auseinandersetzen muss. Und das führt eben zu der blühenden Fantasie des Jungen. Und das führt eben dazu, dass er sich seine Welt irgendwie selbst erschafft. Dann gibt es bestimmte Steine, die einen Namen tragen. Dann gibt es bestimmte Dinge, die mit ihm reden. Und so erschafft er sich eben seine eigene Welt. Der Großvater ist dabei eigentlich der Einzige, der sich rührend und mit ganzem Herzen um den Jungen kümmert. Alle anderen Erwachsenen sehen ihn als vorhandenes Übel an und gehen mit ihm sehr lieblos und kaltherzig um. Vor allem die Stiefgroßmutter betont immer wieder, dass er ja nicht der richtige Enkel ist. Und die Erwachsenen leben eben alle in ihrer eigenen Welt. Vor allem der Onkel Oroskul ist ein furchtbarer Tyrann, ein richtig ekelhafter Typ. Man kann sich vorstellen, dass es für den Jungen eben nicht so einfach ist, in dieser sehr von Gewalt geprägten und von psychischer Gewalt geprägten Umgebung aufzuwachsen. Aber gerade diese Aspekte, die da am Anfang zusammenkommen, haben mich sehr stark an Pans Labyrinth erinnert. In Pans Labyrinth haben wir auch dieses kleine Mädchen, das während der Zeit des Faschismus in Spanien eben sich gedanklich die eigene Welt zusammenbaut, wie sie ihr gefällt. Und genau das haben wir eben hier auch in dem Buch. Wir haben nämlich diesen kleinen verlorenen Jungen, der nur seinen Großvater als moralischen Kompass hat und als
Fürsorgeperson hat und als Zufluchtsmensch hat. Und dann haben wir eben die vielen kleinen Dinge, die sich der Junge in seinem Kopf zusammengesponnen hat, um eben in dieser Welt bestehen zu können. Gewalt ist ein sehr großes Thema in diesem Buch. Gerade der Onkel Orozkul, der furchtbare Tyrann, ist eben sehr cholerisch, reagiert sehr oft über und neigt auch zu sehr aggressiven und gewalttätigen Handlungen. Es wird immer wieder beschrieben, wie er seine Frau zurichtet, wie der Großvater eben mit ansehen muss, wie seine eigene Tochter von diesem furchtbaren Mann geschlagen wird und wie er eben dann die Verletzungen in ihrem Gesicht und an ihrem Körper beobachtet. Diese Szenen waren natürlich sehr heftig, aber ich denke auch nicht, dass sie so unrealistisch sind, wenn man bedenkt, wo man sich eben zeitlich hier aufgehalten hat. Vor allem hat Aitmatov es eben sehr gut hinbekommen, den Grund für diese Frustration dem Onkel zuzuschreiben. Nicht, dass berechtigte Gewalt besser wäre, es gibt keine berechtigte Gewalt, aber Aitmatov hat es sich eben nicht so einfach gemacht, einfach nur einen Tyrannen hinzustellen, sondern er hat diesem Tyrannen eben ein Kreuz gegeben, das er tragen muss, und das Tragen dieses Kreuzes macht ihn eben so furchtbar aggressiv und so furchtbar verzweifelt. Und im Gegensatz zu dieser Gewalt und der sich anbahnenden Gewaltspirale haben wir eben diesen Jungen, der sich seine Traumwelt in der Fantasie zusammenbaut, der sich vorstellt, dass er ein Fisch werden könnte, um durch den See dann zu dem weißen Dampfer und zu seinem Vater zu gelangen. Und dann mischt sich in diese Geschichte noch ein Märchen, das der Großvater dem Jungen erzählt, nämlich ein altes kirgisisches Märchen von einer gehörnten Hirschmutter. Die gehörnte Hirschmutter ist ein Machal, also eine Unterart des Hirsches. Und dieses kirgisische Märchen hat mir sehr gut gefallen. Und es stand vor allem natürlich für alles, was heutzutage in dieser Welt schiefläuft. Und dieses kirgisische Märchen und die Traumwelt des Jungen. Und dann eben der Aspekt mit dieser verkommenen und eigentlich zum Scheitern verurteilten Familiendynamik, das hat das Ganze hier zu einem sehr, sehr tragischen Spektakel gemacht, aber dennoch war es für mich ein sehr tiefgründiges Spektakel. Das Einzige, was hier als Leuchtturm in der Geschichte erscheint, ist die Beziehung zwischen dem Jungen und dem Großvater. Diese Beziehung ist einfach nur von bedingungsloser Liebe geprägt und der Großvater ist eben der einzige moralische Kompass für den Jungen, der einzige, zu dem er irgendwie aufblicken kann und eben der einzige, der sich wirklich um ihn kümmert. Aber die Tatsache, dass die beiden sich so gut verstehen und die Tatsache, dass die beiden sich so sehr lieben, die führt natürlich dazu, dass die Probleme außerhalb nicht gelöst werden, sondern vielleicht durch die große Liebe der beiden auch noch verschärft werden, weil natürlich der Junge sieht, wie der Großvater unter dem Onkel leidet und der Großvater weiß natürlich auch, wie der Junge unter dem Onkel leidet. Die ganze Situation spitzt sich auf einen Punkt zu und dieser Punkt war beim Lesen kaum zu ertragen. Es hat mir das Herz gebrochen, als es zu diesem Punkt kam. Und dieser eine Punkt verwebt einfach die ganze Gewalt, die hier die ganze Zeit abgelaufen ist. Die ganze Gewalt wird zentriert auf einen Punkt. Das Märchen von der gehörnten Hirschmutter wird zentriert auf einen Punkt. Und eben die Beziehung zwischen Enkel und Großvater. Alles kommt an diesem Punkt zusammen. Und das Zusammenführen dieser Aspekte zu diesem Punkt, das war einfach grausam. Der Max hatte in seiner Rezension auch erwähnt, dass das Ende furchtbar ist. Ich glaube, er hatte sogar gesagt, dass es das Schlimmste ist, das er jemals gelesen hat. Ich habe geweint bei dem Ende. Ich weine nicht sehr schnell, nicht bei Büchern. Ich weine sehr schnell, aber nicht bei Büchern. Ich habe geweint, Leute. Ich habe richtig geweint. Vor allem die Worte und Gedanken, die mit dem Ende hier verarbeitet wurden. Ich weiß nicht, wie man sowas hinkriegt zu schreiben, aber es hat mich eben dermaßen verstört. Und doch hat alles so, wie es hier zu Ende ging, einfach sehr gut zueinander gepasst. Natürlich ist dieses Märchen von der gehörnten Hirschmutter heutzutage einfach 1:1 anwendbar auf die Lage
der Menschheit jetzt. Also dieses Buch und diese Metapher und dieses Märchen ist kein Zentimeter schlecht gealtert, sondern immer noch hochaktuell. Natürlich steht diese gehörnte Hirschmutter als Mutter Natur sozusagen und der Mensch nimmt sich eben das, was er braucht, ohne Rücksicht darauf, wie es unserer gehörnten Hirschmutter dabei geht. Dementsprechend, wie gesagt, immer noch ein hochaktuelles Werk und ich bin einfach so irritiert, dass vor so vielen Jahrzehnten den Leuten schon klar war, okay, wir machen alles falsch, aber trotzdem wurde weiterhin und weiterhin und weiterhin immer nur alles falsch gemacht. Das ist die Geschichte der Menschheit. Ich hätte niemals so viel Roheit und Rücksichtslosigkeit und einfach brutalste Realität in diesem Buch erwartet, aber Aitmatov hat eben diese Roheit serviert und die eben noch so besprenkelt mit der Fantasiewelt des kleinen Jungen und besprenkelt mit diesem Märchen der gehörnten Hirschmutter und besprenkelt mit dieser unabänderlichen Liebe zwischen Enkel und Großvater. Aber in den letzten drei Absätzen findet man hier etwas, was ich nach dieser Geschichte niemals erwartet hätte. Und die Tatsache, dass ich es hier gefunden habe, hat mich noch mal mehr gerührt, weil es eben zeigt, dass es doch zu finden ist, auch nach so einem tragischen Geschehnis. Und das ist der Gedanke an Trost, dass irgendwas Tröstliches in diesem Tragischen steckt und dass Aitmatov dieses Tröstliche nochmal betont hat, das hat mich sehr gerührt. Ich bin der allerletzte Mensch, der jemanden sagen würde oder allgemein sagen würde, dass man aus allem, was einem Tragisches passiert, auch was lernen kann oder so ein Gedöns. Nein, ich finde es auch völlig legitim, dass man nach einem traumatischen Erlebnis sagt, ich will aus diesem nichts lernen. Ich finde, das Recht hat jeder Mensch, das zu sagen. Natürlich findet irgendwo ein Reifeprozess statt, aber ich finde es doch sehr authentisch, wie Aitmatov diesen tröstlichen Gedanken hier reingewoben hat und mit welcher Liebe er diesen tröstlichen Gedanken reingewoben hat, sodass es eben nicht wirkte wie diese fast schon toxische Positivität, dass man ja aus allem, was einem Tragisches widerfährt, auch ja was lernen muss. Bin ich kein Fan von, aber hier finde ich es authentisch und realistisch und vor allem sehr wertschätzend umgesetzt. Für mich und meinen Mann war das auf jeden Fall ein herausragendes Werk, nicht ganz ein Meisterwerk, da hat einfach ein Fitzelchen gefehlt, aber Aitmatov hat eben sehr wichtige Themen angesprochen, die den Menschen, wie gesagt, heute immer noch bewegen und hat daraus eine eigentlich furchtbare Geschichte gesponnen. Aber dadurch, dass es so furchtbar ist, wird es auch eben so ausdrucksstark. Und für diese Ausdrucksstärke ziehe ich einfach meinen Hut, weil ja auch viel dazu gehört, einfach sehr tragische Geschichten zu schreiben. Mein Mann und ich werden sehr gerne noch weiteres von Aitmatov lesen und ich bin sehr froh, dass ich dieses Buch bei Max von Kain und Abel entdecken durfte und dadurch eben ein sehr wichtiges Werk kennenlernen durfte. Willkommen zu William Andrews, Das Schicksal der Drachentöchter. Das Buch ist Anfang 21 bei mir eingezogen, aber mir war klar, dass ich für dieses Buch auf jeden Fall einen guten Moment brauchen würde, weil es in diesem Buch eben um die sogenannten Trostfrauen geht. Die Trostfrauen sind Frauen, junge Frauen, fast schon Mädchen, die unter der japanischen Besatzung zwangsprostituiert wurden und eben in den Kasernen sich den japanischen Soldaten hingeben mussten. Kommen wir erstmal zu William Andrews. William Andrews war 30 Jahre lang als Texter und Marketingleiter für verschiedene Konzerne tätig. Irgendwann hatte er dann seine eigene Werbeagentur. Heutzutage ist er in Rente, hauptberuflich freier Schriftsteller. Das Schicksal der Drachentöchter ist sein dritter Roman. Es soll dabei ein historischer Roman sein. Und Andrew sagt selber, dass seine in Südkorea geborene Tochter ihn zum Schreiben dieses Romans inspiriert hat. Wir begleiten hier Anna. Sie ist im jungen Erwachsenenalter. Sie weiß noch nicht so recht, was sie studieren soll. Und vor allem ist ihre Adoptivmutter verstorben. Und der Tod der Adoptivmutter bringt sie jetzt natürlich an einen Punkt, wo sie etwas orientierungslos in die Zukunft blickt. Und dann entscheidet sich Anna,
bevor sie eben herausfinden kann, wo sie hingeht im Leben, möchte sie herausfinden, wo sie herkommt im Leben. Ihre Eltern haben sie als Säugling aus Südkorea adoptiert und Anna macht sich eben mit ihrem Vater auf die Reise nach Seoul, um eben herauszufinden, wer ihre leibliche Mutter ist und wie es ihrer leiblichen Mutter so ergeht. Man kann sich vorstellen, dass mit dieser Reise sehr viele Hoffnungen verbunden sind. Anna und ihr Vater kommen in Seoul an, aber Anna trifft ihre leibliche Mutter nicht. Stattdessen trifft sie die etwas ältere Jae-hae. Mein Koreanisch ist noch nicht besser geworden. Jae-hae. Und Jae-hae drückt ihr vor der Abfahrt ins Hotel einen Kamm in die Hand und dieser Kamm hat eben die Form eines Drachens. Und außerdem bittet Jae-hae Anna, zu einer bestimmten Adresse zu kommen, wenn sie denn mehr über ihre Mutter erfahren wollte. Und natürlich möchte Anna das. Und so begleiten wir Anna eben zu Jae-hae und Jae-hae fängt an zu erzählen. Und die Geschichte, die Anna dann zu hören bekommt, die langt bis weit vor den Zweiten Weltkrieg hinein. Und im Zentrum dieser Geschichte steht das Schicksal der Trostfrauen, wie es den Trostfrauen zu Zeiten des Krieges ergangen ist und vor allem, wie die Stigmatisierung und das Elend, wie das nach dem Krieg eben niemals für die Trostfrauen aufgehört hat und welchem Schicksal sich diese Trostfrauen auch nach Ende des Krieges noch gegenüberstellen mussten. Wenn dieses Buch eins geschafft hat, dann die koreanische Geschichte leicht verdaulich und gut ansehnlich darzustellen. Wir starten hier vor dem Zweiten Weltkrieg und bekommen eben mit, was die koreanische Bevölkerung unter der japanischen Besatzung durchgemacht hat und wie sich dann eben die politischen Machthaber ändern, was mit diesen Veränderungen eben verbunden ist und wie man durch die vielen politischen Veränderungen und durch die vielen Jahrzehnte irgendwann in der Gegenwart ankommt zu einem Land, das geteilt ist. Ich finde, William Andrews hat es eben sehr gut hinbekommen, diese lange, lange koreanische Geschichte sehr verständlich in dieses Buch zu packen und eben an dem Schicksal von Jae-hae klarzumachen, was dieses Volk durchgemacht hat. Dennoch muss ich auch sagen, dass mich dieses Buch nicht vollends überzeugen konnte. Ich habe von diesem Buch keine literarische Tiefe erwartet. Also mir war klar, dass ich da nicht versinken werde, so wie ich in anderen literarisch hochwertigen Werken versinke. Aber das war auch okay für mich. Dennoch gab es Punkte, die mich einfach in diesem Buch gestört haben. Und gestört hat mich zum Beispiel direkt fast schon in der Eingangsszene, wie Anna mit ihrem Vater in Seoul ankommt und eben zu dieser Organisation geht, wo eben organisiert wird, dass Anna ihre Mutter treffen kann. Und als klar wird, dass es nicht klappt, geht Anna aus dem Gebäude raus und dann kommt eben Jae-hae, spricht sie an, gibt ihr einen Kamm in die Hand und sagt, komm da und da zu der und der Wohnung und ich erzähle dir alles über deine Mutter. Und Anna ist zum ersten Mal in Seoul und kriegt von einer fremden Frau eine Adresse in die Hand gedrückt. Und dann erzählt Anna das auch noch ihrem Vater und sagt, hallo, guck mal, Papa, mir hat da eine Fremde die Adresse in die Hand gedrückt. Und ihr Vater sagt, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und Anna sagt, nee, ich gehe dahin. Und ihr Vater sagt, okay. Also ist das nicht leichtsinnig? Man kann doch nicht als Mensch von irgendjemandem eine Adresse in die Hand gedrückt bekommen, in einem Land, das man nicht kennt, dessen Sprache man nicht spricht und vor allem in der Stadt, in der man noch nie war. Und dann kommt einem jemand hinterhergerannt und sagt, komm zu mir, ich erzähl dir was. Und dann geht man dahin in eine Wohnung, in eine Privatwohnung. Das ist doch gefährlich, Leute. Und das sind so Punkte in unterhaltungsliterarischen Werken, wo ich denke, bin ich übervorsichtig oder sind andere leichtsinnig? Das kann ich manchmal nicht nachvollziehen. Also das war für mich einfach sehr leichtsinnig. Natürlich, William Andrews musste sich es ein bisschen leicht machen, weil er hat noch sehr viel zu erzählen gehabt. Aber trotzdem, das ist so ein Punkt, auch dass der Vater einfach sagt, ja okay, du bist erwachsen. Nein, mein Vater würde mich niemals in eine fremde Wohnung, in einem fremden Land, in einer fremden Stadt gehen lassen, weil mir jemand eine Adresse in die Hand gedrückt hat. Egal wie alt ich bin, mein Vater würde mich nicht gehen lassen. Ein weiterer Punkt, der mich geärgert hat, weil ich den so stereotypisch fand. In Korea muss nicht alles nach Kimchi riechen.
Also es gab hier mehrere Szenen, in denen William Andrews meinte, er muss darauf hinweisen, dass es nach Kimchi roch. Ihr wisst, ich liebe Kimchi, ich lege selber mein eigenes Kimchi ein. Und wenn man Kimchi in der Wohnung hat, wenn man Kimchi im Kühlschrank hat und diesen Kühlschrank dann öffnet, dann weiß man, es ist Kimchi im Haus. Ich weiß, dass Kimchi zum immateriellen Weltkulturerbe Koreas gehört und dass es einfach fast zu jeder Mahlzeit dabei ist, aber ich fand es so plump und so klischeehaft, dass er sich an diesem "Es roch nach Kimchi" aufgehängt hat. Nee, nee. Und gerade was diese kulturellen Feinheiten angeht und dieses Klarmachen, dass es in Korea manchmal anders ist, wie sich Menschen verhandeln und klarmachen, dass man in einer anderen Kultur eben andere gesellschaftliche Regeln hat. Die Umsetzung dieser Aspekte fand ich auch nicht sehr gekonnt. Manchmal haben wir die Beschreibung einer Situation und Jae-hae erzählt uns eben ihre Geschichte und dann sagt sie, denkt sie so Dinge wie, und dann habe ich aber nicht widersprochen, weil eine Frau in Korea macht das nicht. Ja, ich finde, das war einfach so koreanische Kultur für Dummies manchmal, dass William Andrews eben darauf hinweisen musste, dass jemand sich gerade so verhält, weil man es in Korea ebenso macht und nicht, weil Jae-hae komisch ist. Das finde ich immer so, so mit dem Finger noch drauf zeigen. Das ist eine andere Kultur, deswegen macht man das anders. Und das finde ich eben stilistisch, literarisch nicht gut umgesetzt. Dieses "Ich tat das, weil man das in Korea so tut" und "Ich tat das, weil man das bei uns nicht tut" und "dann habe ich das unterlassen, weil sich das für eine koreanische Frau nicht gehört". Ich denke ja auch nicht so. Ich denke ja auch nicht, ich benehme mich so, weil man das in Deutschland so macht. So denkt doch keiner. Oder ich widerspreche meinem Mann, weil man das in Deutschland darf. So erzählt keiner seine Lebensgeschichte. Deswegen fand ich es eben so von William Andrews nochmal darauf hingewiesen, dass es eben anders ist in anderen Kulturen und ebenso, wie gesagt, für Dummies hingestellt wurde, dass man auch ja kapiert, dass es da eben anders ist. Ah. Auch mit den Prioritäten in den Dingen, die Jae-hae Anna erzählt, bin ich nicht ganz mitgekommen. Also es gibt so Dinge im Leben einer Frau, die würde eine Frau erzählen. Also diese Dinge gehören einfach zu dem Leben der Frau dazu. Unmöglich, dass eine Frau das nicht erwähnt, wenn sie von ihrem Leben erzählt. Und alles vor und alles danach wurde erzählt, nur nicht dieser eine Moment. Dieser eine Moment, der ist untergegangen. Und ich möchte William Andrews nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das liegt daran, dass er ein Mann ist. Eine Frau würde das erzählen. Und ich finde es vor allem wichtig, wie das passiert ist. Ich möchte nicht spoilern, deswegen sage ich es nicht. Wahrscheinlich die meisten Frauen wissen schon, was ich meine. Aber wir haben eben immer so Episoden erzählt. Und dann eben davor und dann danach, aber the happening an sich. Eine Frau würde dieses Ereignis nicht auslassen in ihrer Lebensgeschichte. Und gegen Ende des Buches wurde es für mich dann auch sehr amerikanisch, sehr weit hergeholt und auch so, ja klar, was sonst? Mir hätte dieses Buch ohne diesen stark amerikanisierten, Hollywood-mäßigen Aspekt viel besser gefallen, weil auch einfach ganz normale Menschen ein tragisches Schicksal haben können. Für mich war es trotzdem ein Kritikpunkt, weil das so ein Augenrollmoment für mich war. Aber ich möchte dieses Buch jetzt auch nicht niedermachen, bis zum geht nicht mehr. Wie gesagt, die historischen Aspekte wurden hier anhand von Jae-hees Leben sehr gut deutlich. Wie die koreanische Bevölkerung eben unter den Japanern zu fast schon Sklaven der Japaner wurde, wie es ihnen einfach verboten war, einen koreanischen Namen zu haben und sie alle jetzt japanische Namen bekamen und eben japanisch lernen mussten und eigentlich keine Koreaner mehr sein durften, bis dann eben hin zum Zweiten Weltkrieg und dann eben dem Tauziehen zwischen dem Westen und dem Kommunismus um Korea, sodass am Ende dann Süd- und Nordkorea entstanden sind. Was ich sehr gut finde, ist, dass William Andrews deutlich macht, dass auch als die Amis dann in Korea waren, nicht alles schön war, dass auch die Amis
als Besatzungsmacht eben von den koreanischen Frauen und von der koreanischen Bevölkerung profitiert haben. Und dass es eben nicht so war, dass die Amis dann als Erlöser dargestellt wurden. Ich finde, da hat er einen ziemlich fairen Blick auf die amerikanische Besatzungsmacht geworfen und hat eben klargestellt, nur weil die Amis gekommen sind, hieß es nicht, dass es allen besser ging. Und manchen Frauen ging es auch unter den Amis schlecht. Und die sexuelle Ausbeutung der Frauen hat mit der Besatzung durch die Amerikaner nicht aufgehört. Natürlich muss man hier dafür gewappnet sein, dass es den Frauen, die als Trostfrauen zwangsprostituiert wurden, fürchterlich erging. Sehr viele sind gestorben. Sehr viele konnten niemals das zu Wort bringen, was ihnen passiert ist. Und wie gesagt, als alles vorbei war und Südkorea und Nordkorea wieder stabile Staaten waren, das hieß nicht, dass es den Frauen gut ging. Die Frauen haben einfach ein tragisches Schicksal mit auf den Weg bekommen, das sie niemals losgelassen hat. Sehr gut finde ich aber in diesem Roman, dass der Autor sich am Ende nochmal Zeit genommen hat und ein Interview gegeben hat, in dem er nochmal deutlich macht, wieso es ihm so wichtig war, ein Buch über die Trostfrauen zu schreiben, beziehungsweise ein Buch zu schreiben, in dem das Schicksal der Trostfrauen eben vorkommt. Vor allem finde ich sehr gut, dass wir hinten nochmal Internetadressen bzw. Literatur zu diesem Thema haben. Also man kann sich noch weiterführend informieren. Das finde ich immer sehr gut bei so schwierigen Themen. Und vor allem finde ich das sehr gut, weil die Aufarbeitung des Themas Trostfrauen von japanischer Seite sehr dürftig behandelt wurde. Und das macht der Autor eben auch klar, was eben in der Zeit nach dem Krieg alles schiefgelaufen ist, sodass diese Frauen, die dieses furchtbare Schicksal durchgemacht haben, nie wirklich gesehen wurden. Und dass ihr Schicksal auch nie wirklich anerkannt wurde. Und unter diesem Aspekt, dass er eben nochmal deutlich macht, was damals passiert ist und vor allem deutlich macht, was im Rahmen der Aufarbeitung nicht geleistet wurde, unter diesem Aspekt kann ich es auch akzeptieren, dass ein US-amerikanischer Mann ein Buch über Trostfrauen schreibt. Mein initialer Gedanke war vielleicht auch irgendwo, wieso schreibt ein Mann ein Buch über Trostfrauen? Vor allem noch ein US-amerikanischer Mann, was möchte der denn wissen? Aber ich kann an dieser Stelle auch einfach den Hut vor ihm ziehen, weil das bestimmt kein Thema ist, um das man sich streitet, weil jeder ein Buch darüber schreiben will, das bestimmt nicht. Und wie gesagt, ich finde es eben besonders wichtig, dass er nochmal darauf hinweist, dass man sich darüber weiterführend informieren kann und vor allem darauf hinweist, dass dieses Thema immer noch ausreichend besprochen werden muss, was bisher nicht stattgefunden hat. Natürlich muss man bedenken, die meisten der Trostfrauen sind inzwischen verstorben. Aber ich denke, im Rahmen dessen, was damals eben passiert ist, gibt es genügend Nachkommen dieser Trostfrauen, die mit generationenübergreifendem Traumata zu kämpfen haben. Ich denke nicht, dass so ein Schicksal in einer Generation überwunden werden kann. Das stelle ich mir einfach sehr schwierig vor. Deswegen ist es eben ein Thema, das, glaube ich, Korea und eben die Nachkommen der Trostfrauen noch sehr lang beschäftigen wird. William Andrews hat gut die politische Instabilität Koreas in den letzten 100 Jahren dargestellt. Ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat und dann eben an das Korea denkt, das man heute kennt, meistens eher Südkorea, dann versteht man, glaube ich, eher, wieso manches in Südkorea so anders ist, wenn man eben bedenkt, wie die letzten 100 Jahre waren und wenn man eben bedenkt, wie Südkorea heutzutage dasteht. Und vor allem, was ich immer wieder spüre, wenn ich Bücher aus Südkorea lese, ist die unfassbare Dankbarkeit, dass Deutschland einfach wieder ein vereinigtes Land ist, weil es eben Länder gibt, die immer noch getrennt sind, wo Brüder und Schwester durch eine Grenze getrennt sind, wo eben Familien durch eine politische Grenze getrennt sind. Und das ist eben ein Zustand, den ich mir für Deutschland nicht mehr vorstellen wollte und einfach sehr dankbar sind, dass wir das überwunden haben. Aber bei Südkorea ist es eben immer noch so, dass es nicht überwunden wurde und wahrscheinlich auch nicht überwunden werden kann. Für jemanden wie mich, der eben lieber hochwertiger literarisch liest, war es doch ein gutes Buch mit eben den Kritikpunkten, die ich genannt habe. Aber ich finde trotzdem, dass es ein gut umgesetztes Buch ist und ich finde trotzdem, dass er
die Themen, die er behandelt hat, doch zugänglich gemacht hat, wo man eher meint, wie soll man denn überhaupt einen Zugang zu so einem Thema finden? Natürlich muss ich darauf hinweisen, dass wir es hier mit extremem menschlichen Leid zu tun haben, mit extremer Gewalt gegenüber Frauen und extremer sexueller Ausbeutung von Frauen. Aber ich denke, das ist beim Thema Trostfrauen einfach, man kann diese Geschichte nicht ohne diese Aspekte erzählen. Und dann las ich als nächstes Den Hund überleben von Stefan Hornbach. Das Buch ist mir jetzt ein paar Mal auf BookTube begegnet. Zuletzt habe ich es bei der Anja von den Book Friends Forever gesehen. Und die Meinungen zu dem Buch haben mich dann so neugierig auf das Buch gemacht, dass ich mir eben selbst ein Bild davon machen wollte. Stefan Hornbach ist 86 in Speyer geboren. Er hat einige Semester Theaterwissenschaft, Psychologie und neuere deutsche Literatur in München studiert. Seinen Abschluss machte er jedoch erst 2011 und das auch im Schauspiel, nämlich an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Seitdem ist er eigentlich durchgehend am Theater tätig. Er schreibt und produziert Theaterstücke. Zwischendurch schreibt er an seinen Debütroman, an dem hier. Er macht gerade seinen Master am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Er hat eine wunderbar selbstironische Homepage, die hat mir sehr zugesagt. Und er gehört tatsächlich auch zu einem der wenigen Autoren, die ich lese und die noch leben und die einen Instagram-Account haben. Yeah! Es gibt viele Dinge auf der Welt, die sich sehr schwierig gestalten und dazu gehört auch, wenn Pazifisten gegen eine Krankheit kämpfen müssen. Ich wollte nicht kämpfen müssen, aussitzen vielleicht, höchstens, wenn überhaupt. Ein Duell würde ich ausschlagen. Ich hatte keine Lust, das Unglück zurückzuschlagen. Sebastian steckt gerade in den sehr wilden, jungen Studentenjahren und genießt La Dolce Vita, wie man es so macht, freizügig, freilebig. Und wild. Er verbringt einen heißen Sommer im Ausland und als er zurückkommt, stellen sich bei ihm hier und da gesundheitliche Probleme ein, gesundheitliche Besonderheiten treten auf, sodass er sich eben zum Arzt begibt und da eben die schwerwiegende Diagnose bekommt, dass er 3 Tumore in seinem Körper hat. Das Ganze heißt für ihn natürlich, dass er sein Leben, wie er es bis jetzt kannte, pausieren muss und wieder zurück an den Anfang und in das Haus seiner Eltern muss. Im Haus seiner Eltern ist eben auch dieser sehr alte, kranke Hund und man merkt eben, wie sich nach und nach die Krankheit ins Leben von Sebastian schleicht und irgendwann dann so ein Punkt erreicht, dass der Kontrast zwischen dem lebensfrohen, sehr aktiven, vitalen Sebastian am Anfang und dem sehr schwer kranken Sebastian nicht krasser hätte sein können. Im Haus seiner Eltern angekommen, findet eine frühere Freundin Jasna auch bald zu Sebastian, was am Anfang ein bisschen nach Elendstourismus aussieht und wirkt, entpuppt sich nachher doch als gut gemeinte Nächstenliebe, also Jasna ist wirklich oft bei Sebastian und kümmert sich gut um Sebastian. Dieses sich um jemanden kümmern hat ja für jeden andere Aspekte und sieht für jeden anders aus. Jasna kümmert sich eben so um Sebastian, wie sie meint, dass es ihm gut tut. Und man merkt eben deutlich, dass dieses, was einem gut tut, für jeden Menschen unterschiedlich aussieht. Und wenn man eins an diesem Buch merkt, dann eben wie unterschiedlich Menschen mit einer Krankheit umgehen können und umgehen dürfen. Jasna ist sehr an alternativen Heilungsmethoden interessiert. Sie macht diesen Eindruck dieser einen Person, wo man nett lächelt und denkt, ja, schon klar. Aber woraus man sich dann eben nicht viel macht. Aber im Laufe der Geschichte wird eben klar, wie verzweifelt Sebastian ist. Aber Sebastian lässt uns eigentlich nicht so richtig teilhaben an seinem ganzen Kummer. Die Verzweiflung merkt man erst an der Stelle, an dem er sich eben Dingen öffnet, wo man vorher vielleicht gedacht hätte, dass Sebastian sich diesen Dingen nicht öffnen würde. Auch wenn es in dem Buch viel um das Kranksein geht, geht es in dem Buch auch viel um das noch am Leben sein, trotzdem, dass man krank ist und trotzdem, dass man gerade um sein Leben kämpft sozusagen. Also Sebastian versucht irgendwie am Leben zu bleiben und gut am Leben zu bleiben und eben noch am Leben teilzuhaben und nicht nur an seine Krankheit zu denken und nicht nur Zeit für seine Krankheit zu haben. Und auch wenn wir durchgehend eher
unaufgeregt in diesem Buch unterwegs sind. Und man auch meinen könnte, dass es eher untypisch für so eine Geschichte ist, dass sie so unaufgeregt und eher sachlich daherkommt. So haben wir doch zwischendurch humorvolle Szenen, eher absurde Szenen, die sich dann ins Humorvolle ziehen. Und trotzdem habe ich mit Fortlaufen des Buches eben das Gefühl gehabt, dass bei Sebastian einfach alles zum Stillstand gekommen ist. Also wir haben am Anfang diesen sehr hochgetretenen und eben sehr aktiven Menschen. Und mit Verlauf des Buches wird er nicht nur immer träger und immer müder natürlich durch die Behandlung, aber ich habe auch das Gefühl, dass seine Emotionen und seine Gedanken, dass die auch immer träger und immer müder werden. In einem Interview hat Stefan Hornbach gesagt, dass er eben nicht die klassische Geschichte eines Kampfes erzählen wollte, sondern eben diese Geschichte anders erzählen wollte, einen anderen Ton für diese Art der Geschichte finden wollte. Diesen anderen Ton hat er gefunden. Also wenn wir hier tränentriefende Situationen erwarten und Szenen, in denen einem das Herz zerbricht und Szenen, in denen der Protagonist mit dem Leben, mit dem Tod, mit der Krankheit hadert, wie er verhandelt, wie er bettelt, wie er fleht, das haben wir in diesem Buch nicht. Und auch wenn man sagen kann, er hat zwar einen anderen Ton gefunden für diese Thematik und dieser Ton sich eben dadurch auszeichnet, dass wir das alles, was ich genannt habe, nicht haben, so kommt es mir doch vor, dass wir durch diesen anderen Ton und durch das Weglassen nur die halbe Geschichte bekommen haben oder zumindest, dass ein wichtiger Teil dieser Geschichte ausgelassen wurde. Natürlich, wer bin ich, anderen zu sagen, wie sie mit dieser Thematik, mit dieser Erkrankung umgehen sollen, aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, hier fehlt etwas oder irgendwie das Gefühl, Sebastian sagt nicht alles, was ihn bewegt. Oder vielleicht will Sebastian einfach nicht alles sagen, was ihn bewegt. Und ich denke, das ist auch dieser eine Punkt, wieso Leute das Buch zwar gut finden, aber eben nicht vollends sehr gut finden oder nicht als Meisterwerk einstufen oder dem eben nicht volle 5 Sterne geben können, weil eben ein Part fehlt, der für normalen Menschen irgendwie zu so einer Geschichte dazugehört. Aber dieser Part wird hier nicht aufgenommen. Und es war auch beabsichtigt vom Autor, diesen Part nicht mit aufzunehmen, sondern eben diese Geschichte anders zu erzählen. Aber dadurch kommt es dem Leser oder den Menschen, die eben denken, dass dieser Part zu so einer Geschichte dazugehört, dadurch kommt es einem eben so vor, als würde ein Stück fehlen. Und das ist ein sehr wichtiges Stückchen. Das ist nämlich das Hadern. Aber wir haben eben einen Protagonisten, der nicht hadert und nicht kämpfen möchte. Der einfach das macht, was von ihm verlangt wird, aber der nicht dieses ich kämpfe jetzt so hart dagegen an, in sich trägt, sondern irgendwie schon sein Bestes gibt, aber eben nicht mit diesem Kampfgeist und nicht mit diesem Hadern, das man eigentlich erwarten würde. Der Autor hat deutlich bewiesen, dass er schreiben kann und was will man mit einem Debüt mehr erreichen, als den Leuten zu zeigen, dass man schreiben kann. Trotzdem hätte ich mir ein bisschen mehr Facettenreichtum in den einzelnen Krankheitsphasen von Sebastian gewünscht und einfach mehr Facettenreichtum in seinen Gedanken gewünscht. Vielleicht war ich einfach nicht fähig, sein Hadern als solches zu erkennen. Vielleicht hadert er einfach auf seine Art und Weise. Aber ich finde zum Beispiel bei seinen Eltern und bei seiner Großmutter ist sehr deutlich geworden, dass die hadern und leiden und deutlich eben was anderes für ihren Sohn bzw. Enkel gewünscht haben. Aber bei Sebastian, auch wenn er eben seine andere Art hat, damit umzugehen, habe ich trotzdem nicht das Gefühl, dass er mir seine ganze Art gezeigt hat, damit umzugehen. Nichtsdestotrotz verlangt es viel Mut und viel Können von einem Autor, eine solche Geschichte umzusetzen und gut umzusetzen und so umzusetzen, dass man sagen kann, das kann so stehen bleiben. Aber wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, das Buch behält so einen kleinen Winkel seiner Seele für sich und das Buch sagt uns eben nicht alles über sich. Vielleicht ist auch das die Botschaft des Buches. Vielleicht geht uns auch einfach nicht alles an, was in der Seele eines schwerkranken Menschen steckt. Ich werde auf jeden Fall die Augen offen halten. Wenn Stefan Hornbach ein neues Buch veröffentlicht, werde ich das auch noch gerne lesen. Wie gesagt, es war für mich ein solides Debüt. Es ist ja auch absurd, dass jeder ein Buch schreibt und denkt, dieses Buch wäre ein Meisterwerk. Oder man schreibt ja nicht ein Buch mit der Intention, ein Meisterwerk zu schreiben. Man schreibt ja ein Buch mit der Intention, diese Geschichte gut zu erzählen und diese Geschichte so zu erzählen, wie sie gut ist. Versteht ihr?
Wir kommen zu einem weiteren Neuzugang, den ich euch letzten Monat vorgestellt hatte und diesen Monat gleich gelesen habe, nämlich von Patricia Highsmith, Zwei Fremde im Zug. Auf dieses Buch bin ich ja durch Wolfgang M. Schmidt gestoßen, der in einem Livestream Bücher von Patricia Highsmith und explizit Zwei Fremde im Zug empfohlen hat. Frau Highsmith wurde 1921 in den USA in Texas geboren und ist 1995 in der Schweiz verstorben. Frau Highsmith bzw. Hochschmidt schrieb vor allem psychologische Kriminalromane sowie zeitgenössische Romane und Zwei Fremde im Zug war ihr Debüt. Der Roman wurde 1951 von Alfred Hitchcock verfilmt und führte eben dazu, dass sie sehr berühmt wurde. Ihr berühmtestes Werk dürfte jedoch der talentierte Mr. Ripley sein. In Zwei Fremde im Zug geht es, man kann es sich vorstellen, um zwei Menschen, die sich im Zug treffen. Und aus einem anfänglich sehr netten Gespräch zwischen zwei zufällig sich treffenden Menschen wird eine sehr verhängnisvolle Geschichte. Wir haben einmal Guy Haines und Charles Bruno, die zufällig in ein Gespräch miteinander geraten, aber schnell wird eben klar, dass die beiden eine große Gemeinsamkeit haben, nämlich hat jeder von den beiden eine Person im Leben. Ohne diese Person wird es ihm einfach besser gehen. Und Bruno macht dann Haines irgendwann einen Vorschlag, denn Bruno ist davon überzeugt, dass es ja eigentlich der perfekte Mord wäre, wenn Bruno die Person aus dem Weg schafft, die Haines das Leben so schwer macht. Und Haines könnte ja im Gegenzug dafür die Person aus dem Weg schaffen, die Bruno das Leben so schwer macht. Durch die Tatsache, dass die beiden sich eben im Zug getroffen haben, meint Bruno eben, es gibt ein perfektes Alibi, weil es besteht kein Zusammenhang zwischen Opfer und Täter. Und da nun keine direkte Verbindung besteht, geht Bruno davon aus, dass die Polizei sehr lange im Dunkeln tappen wird. Aber natürlich, solche Deals geht man jetzt nicht gerade im Zug ein, vor allem nicht mit Wildfremden. Also lehnt Haines das Ganze ab und jeder geht seiner Wege, aber unglücklicherweise vergisst Haines ein Buch im Zug und durch dieses Buch findet Bruno eben heraus, wo Haines wohnt. Und Bruno versucht dann immer wieder und immer wieder Kontakt mit Haines aufzunehmen. Die Kontaktaufnahmen von Bruno gestalten sich natürlich sehr unangenehm, weil Bruno hält immer noch an der Idee vom perfekten Mord fest. Die Charaktere könnten eigentlich nicht gegensätzlicher sein. Wir haben einmal Bruno, der aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt, starke Alkoholprobleme hat. Und auf der anderen Seite haben wir eben Guy, der ehrgeizig, fleißig, hart arbeitend ist und eben ein aufstrebender Architekt. Aber Guy will sich eben auch von seiner Ex-Frau in spe scheiden lassen, denn seine Ex-Frau, also Miriam, ist die einzige, die noch im Weg steht, um seine neue Freundin zu heiraten und so zu seiner Frau zu machen. Bruno entwickelt sich mit Fortlaufen des Buches einfach zu einem besessenen Psychopathen, der nicht diese blöde Idee des Doppelmords loslassen kann. Und obwohl Guy Bruno überhaupt nicht leiden kann, merkt man doch nach und nach, wie Guy von dieser dominanten und energiefressenden Persönlichkeit Brunos übermannt wird, wie er sich irgendwie gar nicht dagegen wehren kann, dass Bruno immer mehr in sein Leben tritt und immer mehr Teile seines Lebens für sich beansprucht und mit immer mehr Dingen droht, um Guy dann dazu zu bringen, eben diesen Plan endlich durchzuführen. Highsmith ist hier natürlich eher auf einer psychologischen Ebene unterwegs. Ich finde, sie hat deutlich beschrieben, wie eine Idee, die anfangs wahnwitzig, wahnsinnig und unrealistisch wirkt, wie so eine Idee sich in den Köpfen der Menschen einnisten kann, wie diese Idee dann schnell für den einen zur Realität werden kann und vor allem, wie es jemand anderes dann schafft, das Leben eines anderen so zu beeinflussen und so zu drangsalieren, bis man sich einfach nicht anders zu helfen weiß, als diesen Menschen dann endlich nur loswerden zu wollen. Sie macht einfach gut klar, wie Menschen und Menschenleben manipuliert werden können und wie dann dieses eine, zu dem man nie fähig war, plötzlich der einzige Ausweg aus einer Situation werden kann. Und natürlich sind wir alles erwachsene Menschen und immer noch
Selbstentscheider darüber, wie wir handeln oder nicht handeln. Aber ich denke, man muss den Menschen auch immer in seinem Kontext sehen. Und ein Mensch steht nie für sich alleine. Und ich finde, das hat Patricia Highsmith wunderbar deutlich gemacht. Ich kenne es ja selbst von mir, dass ich von sehr stark dominanten, sehr lauten, sehr überschwänglichen und energiefressenden Menschen sehr schnell übermannt bin, dass ich nicht mal ein Fünkchen Energie oder Willen habe, den ich diesen entgegensetzen könnte. Und ich kann mir eben dann gut vorstellen, dass solche Menschen eben sehr anstrengend im Leben, im Alltag werden können. Und vor allem, wenn man dann noch in einer Zwickmühle steckt, so wie es Guy eben tut, dass es dann eben zum einzigen Gedanken werden kann, wie man jetzt wieder in seinem Leben für Ruhe sorgt. Ich habe mich in dem Buch durchweg wie in einem Thriller gefühlt, obwohl die Momente, in denen Blut spritzt oder Gewalt angewandt wird, sich doch im Rahmen halten. Aber Highsmith schwenkt die Kamera nicht weg. Sie hält drauf, wenn eine solche brutale Szene gerade ist. Sie beschreibt deutlich die Gewalt und sie beschreibt deutlich die Szenen, in denen Menschen Leid zugefügt wird. Aber natürlich muss man sagen, hier stehen die psychologischen Aspekte im Vordergrund. Vor allem die Dialoge zwischen Guy und Bruno und was sich eben zwischen denen psychologisch entwickelt und nicht entwickelt und wie der eine zum Opfer wird und dann wieder zum Täter wird und wie ein Täter dann auch wieder zum Opfer wird. Das war einfach ein wunderbares psychologisches Spiel. Natürlich haben wir hier die zwei Aspekte Gut und Böse, die immer wieder gegeneinander kämpfen, aber dann auch natürlich die größere Frage, was soll jetzt den Guten zum Guten machen und was macht den Bösen jetzt zum Bösen? Oder vielleicht steckt auch was Gutes in dem Bösen. Ein Aspekt, der mir allerdings nicht ganz schlüssig geworden ist, ist die Figur des Detektivs von Brunos Vater. Also Brunos Vater hat einen Privatdetektiv und mir ist nicht ganz klar, wieso jeder diesem Privatdetektiv Rede und Antwort steht. Also der Detektiv ruft an, es sagt, ich komme vorbei und jeder sagt einfach vor diesem Detektiv aus. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es rechtlich ist in den USA, ob man da eben einem Privatdetektiv genauso Rede und Antwort stehen muss wie einem offiziellen Detektiv. Das war mir nicht ganz klar, aber für mich wäre zum Beispiel heute klar, wenn irgendein Privatdetektiv was von mir will und das eine Sache ist, zu der ich nichts sagen will, dann sage ich, nö, kannst du gucken, wo du deine Infos herkriegst, versteht ihr? Und dann natürlich, dass jeder auch dem Privatdetektiv Rede und Antwort steht, ohne einen eigenen Anwalt dabei zu haben. Also das war so ein Aspekt mit dem Detektiv, das könnte man heute so nicht mehr schreiben, aber ich glaube, damals konnte man es vielleicht noch dem zuschieben, dass die Menschen vielleicht nicht so gut über ihre Rechte Bescheid wussten, beziehungsweise vielleicht war es einfach damals wirklich so, dass man auch einem Privatdetektiv Rede und Antwort stehen musste. Das weiß ich eben nicht. Aber dadurch, dass die diesem Privatdetektiv von Brunos Vater Rede und Antwort stehen müssen, kommt natürlich nochmal ein anderer Aspekt mit rein, dass eben noch jemand die Wahrheit herausfinden möchte. Unter diesem Aspekt muss ich eben sagen, dass man es an diesem Punkt vielleicht merkt, dass es ein Buch seiner Zeit ist und das ist ja nichts, was ich dem Buch vorwerfen könnte. Sprachlich war das für mich wunderbar ausgereift. Also sprachlich habe ich mich hier so wohl gefühlt wie bei Dürrenmatt zum Beispiel. Man merkt einfach, dass Patricia Highsmith eine gehobene Sprache hat und diese gehobene Sprache sich mit der psychologischen Tiefe, die sie hier angewandt hat, einfach wunderbar verträgt. Das Ende war für die vielen Möglichkeiten, die man sich bei dem Ende vorstellen hat können, okay. Also in meinem Kopfkino habe ich 5 verschiedene Enden gehabt, die alle heftiger waren als das, was im Endeffekt war. Deswegen war das Ende okay. Die Spannung in dem Buch liegt natürlich in dem Zwischenmenschlichen und in dem Faktor, wie eine blöde Begegnung das ganze Leben zur Katastrophe werden lassen kann. Wie man einfach denkt, ich gehe meiner Wege und eines Tages treffe ich so einen schlechten Menschen. Für mein Leben schlechten Menschen. Und das war ein Gedanke, der mir sehr große Angst gemacht hat. Also natürlich spielen hier noch andere Faktoren mit rein, wo man heute sagen würde, halt, stopp, ich rufe die Polizei. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn man gerne Krimis liest, aber überhaupt keinen Wert auf Ermittlungsarbeiten legt. Das haben wir hier in dem Buch kaum.
Wir haben, wie gesagt, diesen einen Detektiven, der immer mal wieder rumschnüffelt, aber er ist eben nicht einer der Hauptprotagonisten. Deswegen kann ich das wirklich Leuten empfehlen, die Krimis mögen, aber gut und gerne auf diesen Ermittlungspart verzichten und dann eben mehr Genuss in der psychologischen Tiefe einer Straftat finden. Ein wunderbar passendes Buch für die viel zu heißen Tage war von Yomoto Kazumi Am Ende des Sommers. Das Buch habe ich zusammen mit der Fabienne von Japan Connect in einem Buddy Read gelesen. Ich werde euch ihren Kanal wie immer unten verlinken. Ihr könnt gerne bei ihr vorbeischauen. Lasst liebe Grüße da. Wir dachten beide, dass es einfach titelgebend sehr gut in den Sommer passen würde. Und wir hatten auch sehr viel Recht damit. Dieses Buch ist wirklich wunderbar für den Sommer. Yomoto Kazumi wurde 1959 in Tokio geboren, wo sie heute noch lebt und als freie Schriftstellerin arbeitet. Sie hat am Tokyo College of Music Komposition studiert und verfasste bereits als Studentin Opernlibretti, was man halt so macht. Später schrieb sie dann Drehbücher für Radio und Fernsehen und Romane für Jugendliche und Erwachsene. Am Ende des Sommers wurde auch verfilmt, jedoch habe ich es im deutschsprachigen Raum bzw. mit meinen Möglichkeiten, die ich eben aus Deutschland habe, nirgendwo zum Ansehen gefunden. Also vielleicht findet ihr einen Weg, wie man diesen Film ansehen kann. Ich habe leider keinen gefunden. Wir begleiten hier drei Freunde. Wir haben einmal Kiyama, aus dessen Sicht wir die Geschichte erleben. Dann haben wir noch Kawabe und Yamashita. Wir steigen in die Geschichte ein mit Kawabe und Kiyama, die sich darüber unterhalten, dass Yamashita nicht in der Schule ist, weil er auf der Beerdigung seiner Großmutter ist. Und als Yamashita dann wieder in die Schule kommt und die drei aufeinandertreffen, wollen natürlich Kiyama und Kawabe sehr viel von Yamashita wissen, wie die Beerdigung war, wie es denn so war, seine Großmutter zu sehen, wie seine Großmutter aussah. Und man merkt eben, die drei haben sehr viele offene Fragen, was den Tod angeht. Dann fällt Kawabe ein, dass seine Mutter immer wieder über einen sehr alten Mann in der Straße spricht, der wohl bald sterben müsste. Und so entscheiden die drei Freunde dann eben, dass sie diesen alten Mann beobachten wollen, um dann eben mitzuerleben, wie das ist, wenn jemand stirbt. Das Buch ist deutlich ein Jugendbuch, leicht, aber nicht leichtsinnig, sanft, aber nicht zu sanft. Wir erleben einen sehr wichtigen Sommer mit diesen drei Jungs, einen sehr heißen Sommer mit diesen drei Jungs. Und wenn man auch meint, man hat so ein bisschen im Gefühl, in welche Richtung sich dieses Buch entwickeln wird, so war ich nicht traurig, dass es sich in diese Richtung entwickelt hat, sondern ich habe wieder gemerkt, es kommt einfach immer drauf an, wie es dann die Autorin umsetzt. Und ich muss sagen, Yomoto Kazumi hat es einfach wunderbar umgesetzt. Für mich war das ein sehr bildhafter Roman. Ich fand alles sehr bildhaft. Ich habe den heißen Sommer gespürt. Ich habe dieses jugendliche, freundschaftliche, manchmal leichtsinnige, manchmal kindliche, manchmal sehr traurige und manchmal sehr lebensfrohe zwischen den drei Freunden gespürt. Und ich finde, sie hat die Freundschaft einfach wunderbar bildhaft dargestellt. Sie haben sich für mich gegenüber dem anderen, also die Freunde untereinander, immer so verhalten, dass ich wirklich das Gefühl habe, die kennen sich schon seit Jahren und die sind wirklich gute Freunde. Besonders gut finde ich, dass die Autorin sich auch Zeit genommen hat, den verschiedenen Protagonisten unterschiedliche familiäre Hintergründe zu geben. Also jeder von denen hat eine, klar, jeder von denen hat eine Familie, aus der sie kommen. Wow. Aber nein, man merkt eben deutlich, dass die Familien, in denen die Jungs aufwachsen, sehr unterschiedlich sind und dass sich diese Besonderheiten der Familien dann eben wieder in anderen Szenen widerspiegeln und dass da eben klar wird, dass die eben aus verschiedenen Familien kommen. Sehr gut finde ich es, dass alle drei nicht die beliebtesten auf der Schule sind. Also man merkt deutlich, dass sich hier und da gepiesackt werden von anderen. Aber man merkt eben, dass sie in ihrer Freundschaft einen sehr wichtigen Anker gefunden haben. Und die Tatsache, dass wir eben keine glattpolierten Kinder haben, führt eben dazu, dass man sich mit diesen Jungs sehr gut identifizieren kann, aber auch sehr gut mitfühlen kann. Hier und da musste ich mir aber eingestehen, dass man eben deutlich merkt, dass es ein Buch aus dem Jahre 92 ist. Hier sind einige Szenen, in denen mit den Kindern umgegangen wird, wie man heutzutage einfach nicht mit Kindern umgehen kann und darf. Und das ist gut so. Aber man merkt eben, dass das Buch aus einer anderen Zeit stammt, was das angeht.
Und man merkt vielleicht auch, dass ich dahingehend in dieser kurzen Zeit, es sind ja schon über 20 Jahre, aber trotzdem in dieser kurzen Zeit einfach sehr viel getan hat, wie man mit Kindern umgeht. Und deswegen möchte ich das dem Buch nicht als Minuspunkt anrechnen, sondern man merkt einfach, dass das Buch zu einer gewissen Zeit entstanden ist. Natürlich läuft die Beschattung dieses alten Mannes durch die drei Freunde nicht so ab, wie man es sich vorstellt. Und die Jungs und der alte Mann treten in Kontakt zueinander. Und es entwickelt sich irgendwie eine Freundschaft, das ist schon zu viel gesagt, aber es entwickelt sich ein Beisammensein und die Jungs helfen eben dem alten Mann. Und der alte Mann gibt den Jungs eben das mit, was ein alter Mann so alten Jungs mitgeben kann. Aber das Ganze wird eben nicht so typisch. Ein alter, weiser Mann gibt jungen Erwachsenen sehr gute Tipps fürs Leben mäßig hingestellt, sondern man merkt einfach, der alte Mann ist für die Kinder da und die Kinder sind für den alten Mann da. Und das Ganze wird dann eben nicht so romantisiert, was mich auch ein bisschen gestört hätte, wenn das zu romantisiert dargestellt wäre, dass der alte Mann jetzt alles für die Kinder ist. Der alte Mann wurde schon sehr wichtig für die Kinder, aber eben nicht, indem er alle 2 Minuten einen weisen Spruch abgelassen hat, sondern indem die vier einfach immer wieder Zeit miteinander verbracht haben und eben auch sehr natürlich Zeit miteinander verbracht haben. Die Autorin hat es wunderbar verstanden, in den Zwischennoten sehr viel Tiefe und Sinn in diesem Buch reinzustecken. Wenn man sagt, es ist ein Coming-of-Age-Roman, so ist es gleichermaßen ein Coming-of-Trauer-Roman. Das Thema Tod, Sterben und Trauer stehen ja zentral am Anfang des Buches und begleiten uns so durch das Buch hindurch. Und irgendwann wird dieses Thema eben sehr präsent für die Kinder, was die Kinder ja wollten. Sie wollen ja mehr über Tod, Sterben und Trauer erfahren. Und ab dem Punkt, wo sie eben erfahren, was das heißt, wenn jemand stirbt, ab dem Punkt hat dieses Buch für mich einfach eine wunderbare Tiefe bekommen. Obwohl ich hier ja mit Kiyama unterwegs bin, der ein 12-jähriger Junge ist und Trauer durchlebt, hat Yumoto Kazumi einfach so liebevolle Wörter für all das gefunden, was man eben durchmacht in einer Trauer, dass ich mich einfach so verbunden mit diesem 12-jährigen Jungen fühlte. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn man sich in seiner Trauer, in der Trauer von jemand anderem wiederfindet. Also wenn jemand Worte für das findet, was man selbst gefühlt hat und sich eben in diesen Worten angekommen fühlt. Und selbst wenn es dann ein 12-jähriger Protagonist in einem japanischen Buch ist, ist es doch so beachtlich, wie die Autorin es einfach auf den Punkt gebracht hat, was man eben in dieser Trauer fühlt. Es gab sehr viele schöne Szenen in diesem Buch, aber in dieser einen Szene habe ich es einfach so gefühlt, wie ich schon lange nichts mehr gefühlt habe in dem Buch. In dieser einen Szene weinen Kawabe und Yamashita und Kiyama fängt auch an zu weinen. Und dann steht hier: Aber alles kommt mir so verschwommen vor, als wäre zwischen mir und der Welt ein trübes Glas. Mir ist, als ob neben meinem weinenden Ich ein anderes Ich fest schliefe. Und dieses mir ist, als ob neben meinem weinenden Ich ein anderes Ich fest schliefe, das konnte ich einfach so gut nachempfinden, weil es mir so geht mit dem, was ich die letzten Monate zu bewältigen habe. Irgendwie kommt man mit seiner Trauer an einen Punkt, wo man denkt, ich war irgendwie da, aber ich war irgendwie nicht da. Ich war bei der Totenwacht, ich war bei der Beerdigung, ich war beim Leichenschmaus und ich war aber auch irgendwie nicht da. Und genau in diesem, dass irgendein Teil von einem geschlafen hat, das konnte ich einfach so gut nachvollziehen. Und ich denke, dieser eine schlafende Teil, das ist einfach der Teil, der es gerade noch nicht fassen kann. Das ist der Teil, der noch schlafen muss und der es viel später wach wird und der wahrscheinlich erst wach wird, wenn man fähig ist, das alles zu fassen. Und das ist genau das, was ich meine, dass sie es geschafft hat, so zarte und doch so universelle Worte für Trauer zu finden, dass man eben nachfühlen kann, was sie meint und dann so speziell nachfühlen kann, was sie meint. Ich kann mir auch vorstellen, dass jemand anderes in diese Wörter was anderes hineininterpretiert, aber ich finde mich in diesem einfach so, so sehr wieder, weil es bei allem, was man bei Trauer mitmacht, auch immer diesen einen furchtbaren, surrealen Aspekt gibt und dieser surreale Aspekt, der lässt einen immer wieder fragen, war ich wirklich auf der Beerdigung? War ich das? War das deine Beerdigung? Und dieses Absurde und Surreale findet sich für mich eben auch wieder in diesem kleinen Abschnitt wieder. Und deswegen
fand ich es einfach so bedeutend, dass ich mit meiner Trauer mich hier in dem Buch wiedergefunden habe. Die Sprache ist einfach so gut auf den Punkt gebracht, dass manchmal drei kleine Wörter in einer bestimmten Szene, in einer bestimmten Situation einfach die Welt bedeuten können. Und ich finde, sie hat es einfach sehr gut hinbekommen, mit einfachen Wörtern Großes zu sagen und mit einfachen Szenen sehr viel Bedeutung in diese Geschichte zu bekommen. Hier wurde mir mal wieder klar, dass es eben nicht immer die hochtrabenden, komplexesten und ausgefeiltesten Wörter sein müssen, sondern dass es eben doch auch eine hohe Kunst ist, eine gute Geschichte, eine tiefsinnige Geschichte, eine zu Herz gehende Geschichte mit einfachsten Wörtern zu beschreiben, mit einfachsten Wörtern vermitteln zu wollen, was Trauer, Tod und Sterben bedeutet. Die Jungs haben sehr viel in diesem Sommer gelernt, aber ich denke, sie haben vor allem gelernt, wie kurzweilig das Glück sein kann, aber dass man eben auch sehr viel Kraft und Mut und Hoffnung aus diesem kurzweiligen Glück schöpfen kann, auch wenn dieses Glück nicht mehr da ist. Ich stecke bei diesem Buch in einem wahrhaften Bewertungsdilemma. Also es ist in dem Sinne nur ein Jugendbuch, aber es ist für ein Jugendbuch ein sehr gutes Jugendbuch, eins der besten, das ich jemals gelesen habe. Und für mich passt es aber nicht ganz zu dem Wort Meisterwerk. Ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen den Gedanken, dass ein Meisterwerk immer was sehr Tragisches, was sehr Schweres, was sehr Anspruchsvolles und eben was sehr intellektuell Forderndes sein muss oder wenigstens ein bisschen intellektuell fordernd sein muss. Vielleicht muss das ein Meisterwerk nicht sein. Ich könnte nicht mal sagen, was mich an diesem Buch gestört hat, weil es hat mich im Endeffekt nichts an diesem Buch gestört. Das Buch ist gut, so wie es ist. Aber ich komme trotzdem nicht an den Punkt, dass ich diesem Buch 5 Sterne geben kann. Ich kann diesem Buch die wohlgemeintesten und von Herzen kommendsten 4,5 Sterne geben. Das auf jeden Fall. Es hat mich auf eine ganz besondere Art und Weise berührt. Und wie gesagt, es ist eine beachtliche Leistung, mit einfachsten Worten so eine schöne, tiefgründige und zu Herzen gehende Geschichte zu schreiben. Und als nächstes möchte ich mit euch über Venedikt Jerovejevs Die Reise nach Petuschki reden. Das Buch habe ich nicht erst neulich beendet. Ich habe es vor einigen Wochen beendet, wenn nicht sogar Monaten. Aber ich war nicht in der Lust und Laune, über Russland zu reden. Jerovejev wurde 38 in Kirovsk geboren. Das sind knapp 800 Kilometer Luftlinie nordöstlich von Moskau. Und er ist 1990 in Moskau an Kehlkopfkrebs verstorben. Venichka, wie der Autor von seinen Freunden liebevoll genannt wurde, schloss mit 16 die Schule mit Goldmedaille ab und begann 55 ein Philosophiestudium in Moskau. Nach 2 Semestern musste Venichka die Universität jedoch wieder verlassen. Zum einen, weil er immer wieder durch seine heftigen Alkoholexzesse auffiel und zum anderen weigerte er sich, an den Militärübungen mitzumachen. Vor allem die intellektuelle Unterdrückung und die Ideologie der kommunistischen Partei zwangen ihn eben, die Universität dann bald wieder zu verlassen. Sein Vater, der 16 Jahre lagerhaft überlebte, verstarb dann, als Venichka 18 Jahre alt war. Kurz danach verstarb auch sein Bruder, der zu 7 Jahren Freiheitsentzug verurteilt wurde, und seine Mutter. Also plötzlich war unser Venichka in sehr frühen Erwachsenenjahren alleine und er hat jeden Job angenommen, um sich über Wasser zu halten. Unter anderem war er Lastenträger, Packer, Aushilfsmaurer, Heizer, Leerguthändler und Kabelleger. Er landete in den kommenden Jahren immer wieder wegen Alkoholvergiftungen in der Psychiatrie und es folgte der soziale Abstieg und die Psychose. So zog er dann einige Jahre landstreichend von Bank zu Bank, von Bahnhof zu Bahnhof und währenddessen hat er eben geschrieben. Er vegetierte vor sich hin und das Einzige, was ihm irgendwie Freude zu bereiten schien, beziehungsweise wo er seine Fantasie irgendwie ausleben konnte, war mit verschiedensten gefährlichen Stoffen Alkoholmixturen herzustellen, um seinen Pegel zu halten. Diese Alkoholmixturen werden auch in diesem Buch beschrieben. Man kann sich nicht vorstellen, zu was der Mensch fähig ist.
Bis 1988 war dieses Werk jedoch in der Sowjetunion verboten, aber heutzutage steht eine Statue in Gedenken an Venetschka und auf der Inschrift dieser Statue ist zu lesen: Man kann ja schließlich auf die Meinung eines Menschen nichts geben, der noch nicht dazu gekommen ist, sich den Kopf klar zu trinken. Reise nach Petuschki kann man schon als autobiografisches Werk sehen. Der Protagonist hier drin heißt auch Venetschka. Und wie gesagt, es finden sich sehr viele Überschneidungen mit dem Leben von Jerovejew und dem Protagonisten hier im Buch. Wir begeben uns hier auf eine kleine Reise mit Venetschka, auf die Reise nach Petuschki. Wir steigen mit Venetschka in Moskau in den Zug und möchten in das wenige Stunden entfernte Petuschki. Dort wartet nämlich Venetschkas Freundin mitsamt Kind. Und Venetschka hat schon so oft versucht, nach Petuschki zu kommen, aber es möchte ihm nicht so richtig gelingen. Wir steigen in den Zug und haben bereits einen sehr guten Pegel. Und im Zug trifft Venetschka dann auch auf unterschiedlichste Menschen, die sich ihm und seiner Trinkerei anschließen. Und mit steigendem Pegel wird eben klar, wie hoffnungslos und aussichtslos unser Erzähler eigentlich durch sein Leben torkelt. Aber mit steigendem Pegel wird es auch immer schwieriger zwischen Realität und alkoholinduzierter Fiktion zu unterscheiden. Es wird schon deutlich, wie enttäuscht Venetschka vom Leben ist, vom Staat ist und wie er seine einzige Hoffnung nur im Alkohol findet, wie er so enttäuscht und unzufrieden mit dem um sich herum ist, dass ihm nichts anderes bleibt, als sich zu betäuben und sich seine Welt schön zu saufen. Aber dennoch muss man sagen, dass die Gedankengänge mit Fortschreiten des Buches sehr sprunghaft werden, sehr wahnhaft werden, sehr surreal werden, in dem Alkoholexzess zwar authentisch sind, aber dennoch literarisch kein Hochgenuss sind. In dieser Authentizität liegt sehr viel Erschreckendes. In vielem erkennt man einiges, das man von Alkoholkranken kennt, sehr gut wieder. Aber dennoch muss man eben sagen, dass man als Leser nicht fähig ist, zu unterscheiden, ob Venedig das gerade wirklich erlebt oder ob er eben auf dem Level von Trunkenheit, auf dem er sich gerade befindet, wirklich mit Mitreisenden redet oder ob diese Mitreisenden vielleicht nur in seinem Kopf sind. Auch wenn dieses Buch hier deutlich seine unfassbar witzigen Szenen hat und unfassbar witzige Stellen hat, weil Venedigt einfach einen furchtbar trockenen Humor hat, so muss man doch sagen, dass dieses Buch vor allem traurig und tragisch ist. Ich hatte es ja schon vorhin angesprochen, dass hier auch erklärt wird, wie Venedigt sich manches Gesöff, das nicht als Gesöff gemeint ist, zusammenmixt, um eben an seinen Alkohol zu kommen in Zeiten, in denen er sich kein Alkohol leisten kann oder eben kein Alkohol zur Verfügung ist. Ich kannte aus Rumänien manche Horrorgeschichten von Menschen, die komisches Zeug zu sich genommen haben, weil sie eben gerade keinen Alkohol da hatten. Mein Mann zum Beispiel kannte das gar nicht, dass alkoholkranke Menschen furchtbare Dinge trinken, nur um an Alkohol zu kommen. Und ich kannte es eben aus Rumänien, dass da eben auch die Verzweiflung bei den Alkoholkranken manchmal so groß war, dass sie dann eben zu Dingen gegriffen haben, die nicht unbedingt zum Trinken geeignet sind. Insgesamt ist es ein kurzweilig, tragisch-komisches Buch, das mich an manchen Stellen gut unterhalten hat, aber an manchen Stellen eben komplett verloren hat. Wir sind ziemlich gut gestartet. Am Anfang war ich wirklich begeistert von diesem Werk, aber mit den Stationen, die wir durchschreiten und mit dem veränderten Bewusstsein von Venetschka wurde es eben immer schwieriger, in dem ganzen Exzess irgendeine Bedeutung zu finden bzw. irgendwie zu unterscheiden, was jetzt real ist und was nicht. Mit Voranschreiten des Buches konnte ich dann viele Szenen einfach nicht einordnen und habe die Szenen dann einfach so hingenommen, wie sie sind. Man kann so sagen, die zweite Hälfte des Buches wurde für mich sehr undurchsichtig und sehr authentisch für den Alkoholexzess, aber nicht sehr vielsagend für ein literarisches Werk. Und das ist auch der Grund, warum ich im Endeffekt nicht sagen würde, dass das ein Werk ist, das man gelesen haben muss. Aber wer sich für russische Literatur interessiert, der kann gerne mal dazu greifen. Es ist ja nicht das dickste Werk überhaupt, aber wie gesagt, am Anfang merkt man auch an den Markierungen,
Am Anfang sind wir noch ziemlich gut dabei und ab der zweiten Hälfte wurde es dann sehr schwierig mit unserem Venichka. Ich hätte mir gegen Ende einfach gewünscht, dass wir nicht so eine verschwommene Trunkenheitsbrille anhaben, sondern wir irgendwie noch einen Blick für das Wesentliche behalten, aber das war uns einfach total versagt. Und so entwickelte sich das Ende einfach zu irgendwas sehr Wirrem, wo mir bis heute nicht klar ist, was eigentlich passiert ist. Das nächste Buch habe ich gekauft, weil es mich, naja, erstmal hat es mich vom Cover sehr angesprochen und dann fand ich den Plot noch interessant. Und den Rest erzähle ich euch gleich. Die Rede ist von Lola Randls Angsttier. Wie gesagt, das Cover fand ich sehr passend zu dem Titel auch. Aber was mir wirklich Albträume bereitet, ist der Buchrücken. Seht ihr das? Wie die einfach so chaotisch den Autorennamen und. Das macht mich total nervös. Lola Randl wurde 1980 in München geboren, ist Regisseurin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin. Sie studierte an der Kunsthochschule für Medien in Köln und ihr Spielfilmdebüt gab sie 2008 mit dem Film Die Besucherin, was auf der Berlinale uraufgeführt wurde. Ihr Debütroman Der große Garten erschien 2019 und landete direkt auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Ihre Bücher scheinen alle das gleiche Motiv und den gleichen Hintergrund zu haben, nämlich haben wir immer diesen Aspekt des Städtischen, das sich im Ländlichen einfindet und vielleicht kann es ja als universelle Metapher dafür gesehen werden, dass Lola Randl vielleicht meint, dass der Mensch nicht für das Städtische gemacht ist, sondern sich eben nach dem ländlichen, naturbelassenen oder eher ruhigen Leben sehnt. Es ist mir eben aufgefallen, dass all ihre Bücher mit dem Städtischen und Ländlichen zu tun haben. Ein ähnliches Motiv haben wir auch in Angsttier. Wir haben hier nämlich einmal Jakob und Friedel. Die beiden sind liiert und die beiden suchen für ihr gemeinsames Glück noch ein nettes Häuschen irgendwo außerhalb der Stadt. Vor allem Jakob hofft, dass er in diesem ruhigen, friedlichen Häuschen endlich Zeit und Muße hat und vor allem die Ruhe hat, um seinen zweiten Roman zu schreiben. Und Friedel ist schwanger, das heißt, es passt gerade wunderbar, dass die beiden ein nettes kleines Häuschen in der Natur gefunden haben. Nicht direkt in der Natur, es ist eben ein ruhiges Dörflein. Natürlich muss dieses Haus komplett renoviert werden und die Nachbarn, die wir so nach und nach kennenlernen, sind auch ein bisschen eigenartig. Und wir merken vor allem, dass nicht nur die Nachbarn, sondern eben auch die Uhren in diesen ländlichen Gebieten etwas anders ticken. Wir haben hier vor allem Danny und Dannys Mutter Ramona wohnt direkt neben Jakob und Friedel. Und Danny war selber scharf auf das Haus, das die beiden jetzt gekauft haben, aber Danny bietet den beiden eben an, ihnen bei der Renovierung des Hauses zu helfen. Wie gesagt, es entwickeln sich einige komische Dinge und Jakob und Friedel freuen sich über die Natur und über all das, was man jetzt spürt, was man in der Stadt nicht spüren konnte. Und dann wird Jakob eines Nachts von einem Tier angegriffen und gebissen. Und ab diesem Moment scheint die wilde Natur, die ihn umgeben hat, eine Eintrittspforte in seinen Körper und in seinen Verstand gefunden zu haben, sodass Jakob selbst irgendwie verwildert. Also auf dem Klappentext steht auch, dass er eben nachts von einem Tier angegriffen wird und ab da sein Leben aus den Fugen gerät. Ich wusste überhaupt nicht, in welche Richtung es sich entwickeln würde. Nachdem ich das Buch jetzt beendet habe, kann ich euch sagen, ich weiß es immer noch nicht. Mal von vorne. Wir starten mit den beiden in der Phase des Hauskaufes. Schon in dieser Phase, wo die beiden sich eben für das Haus entscheiden, findet ein großer Vertrauensbruch zwischen Friedel und Jakob statt. So, dass Jakob sehr enttäuscht von Friedel ist und ihr eigentlich so nicht mehr vertrauen kann. Sie ist ihm deutlich in den Rücken gefallen, deutlich in den Rücken gefallen. Und aus diesem Vertrauensbruch entstehen dann immer wieder kleinste Missverständnisse, beziehungsweise dieser Vertrauensbruch hat eben Risse in die Beziehung gebracht und diese Risse weiten sich nun immer weiter aus.
Ich habe Jakob sehr gut verstehen können, warum er hier enttäuscht ist von Friedel und warum das so schlimm für ihn war. Das konnte ich hundertprozentig nachvollziehen. Und dann sind wir eben mit den beiden in das Haus gezogen. Und in diesem neuen Haus haben wir eben dieses instabile Konstrukt, das die beiden Beziehung nennen. Und dieses instabile Konstrukt trifft auf ein renovierungsbedürftiges Häuschen, das auch nicht fest auf seinen Grundmauern steht. Und dann kommen eben noch sehr viele Irritationen von den Nachbarn damit ins Spiel. Also man merkt, das Ganze steht auf sehr wackeligen Beinen. Sehr wackelige Beine, wo man doch meinen müsste, das ist das, was wir unser Leben lang uns gewünscht haben. Das ist das, was wir uns unser Leben lang erträumt haben. Das ist doch unser großer Traum. Aber dieser große Traum steht jetzt eben auf sehr wackeligen Beinen. Man hat ja zwischendurch schon immer wieder das Gefühl, oh, gleich passiert doch was, irgendwas passiert doch gleich, hier müsste doch gleich was passieren. Es passieren schon Dinge, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Dinge passieren, die irgendwie dazu beitragen, hier irgendwas aufzuklären oder die dazu beitragen, einen tieferen Sinn in dem Ganzen zu finden. Es hat sich ein bisschen so angefühlt, als hätte Lola Randl Stein auf Stein auf die Mauer draufgelegt. Aber irgendwie hat sie vergessen, ein Fundament zu bauen oder sie hat irgendwie vergessen, ein Dach zu bauen. Irgendwas fehlte. Wir hatten nur die Wände, die Handlung, die uns durch die Geschichte getragen hat, aber so richtig Fundament oder Dach hatte die Geschichte nicht. Und dann haben wir eben diese drei Faktoren, diese instabile Beziehung, das renovierungsbedürftige Haus, Friedel ist schwanger, die eigenartigen Nachbarn. Aber es kam mir vor, als hätten diese Faktoren irgendwie nicht miteinander harmonisiert, beziehungsweise als wäre keiner dieser Faktoren ausreichend ausgearbeitet worden. Wie sollte denn noch einer der Faktoren ausreichend ausgearbeitet werden auf 174 Seiten? Und man muss sagen, die Seiten sind wirklich, ja, so viele Wörter sind jetzt nicht auf einer Seite. Und dafür, wie unzureichend für mich diese Faktoren ausgearbeitet wurden, hat für mich dann nicht gepasst, dass es dann eben irgendwann ins psychisch Kranke abdriftet. Also deutlich psychisch krank, dass man sagt, Jakob braucht Hilfe, Jakob braucht dringend Hilfe. Und ich wusste halt überhaupt nicht, was dieses Tier und dieser Biss und diese Szenen mit dem Tier zu bedeuten haben. Weiß ich nicht. Es wirkte alles sehr gewollt, sehr konstruiert, als wollte mir die Autorin unbedingt was sagen, aber ich habe nicht so viel verstanden. Am authentischsten und wahrhaftigsten finde ich noch die Geschichte, wie sich Jakob und Friedel nach und nach diesem Vertrauensbruch irgendwie aus den Augen verlieren und gar nicht mehr so richtig miteinander reden und wie die sich eben in dem ganzen Tohuwabohu rund ums Haus verlieren. Das fand ich noch authentisch umgesetzt. Aber die anderen Handlungsstränge, die hatten mich für mich weder Hand noch Fuß. Es kam mir vor, als hätte man irgendwelche losen Enden jetzt irgendwie zusammenfügen wollen gegen Ende. Und das Zusammenfügen dieser losen Ende ging eben nur noch, indem man was Absurdes dazu dichtet und es eben dann komplett ins Absurde zieht. Und dann wird es schon irgendwie Sinn machen, aber so hat es für mich eben nicht funktioniert. Irgendwie wurde diese Geschichte von nichts getragen. Wir haben weder herausragende Charaktere, noch haben wir einen Plot, der irgendwas hergibt, noch haben wir eine Atmosphäre, die mich vom Hocker haut. So bin ich dann doch eher bei einem durchschnittlichen Buch, das ganz okay war. Man kann ja nicht immer die großen Meisterwerke lesen, man kann nicht immer die Bücher lesen, die einen vom Hocker hauen. Es gibt einfach sehr viele Bücher, die okay sind. Und die sind dann auch okay. Natürlich denke ich nicht, dass Autoren Bücher schreiben, weil sie dringend wollen, dass Leser sie okay finden. Ich denke schon, dass Autoren Bücher schreiben, weil sie den Leser vom Hocker hauen wollen. Aber da hat hier für mich eben einiges gefehlt. Wer hier mehr in dem Buch sehen konnte, kann mir gerne schreiben. Ich bin offen für jede Anregung, was dieses Buch angeht, weil ich eben bisschen wenig mit dem Buch anfangen konnte. Wir kommen zu einem der wenigen Werke von Hertha Müller, die ich noch nicht gelesen habe, nämlich Reisende auf einem Bein. Ihr wisst, Hertha Müller und ich sind so. Ich bezweifle zwar, dass sie weiß, dass ich existiere, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir begleiten hier Irene, die in den späten 80er Jahren aus Rumänien ausreisen darf. Sie kann endlich der Drangsalierung und Verfolgung in der Diktatur in Rumänien entfliehen und kommt nun eben in Berlin an. In Berlin versucht sie Fuß zu fassen und muss aber schnell feststellen, dass sie eben eine Heimat verloren hat, aber noch kein neues Zuhause gefunden hat.
dass sie zwar irgendwo abgereist ist, aber bisher noch nirgendwo ankommen konnte. Sie muss feststellen, dass sie weder etwas hat, das sie ihr eigen, noch etwas hat, das sie ihr Zuhause nennen könnte. Und vor allem merkt sie, dass nichts von ihrem alten Leben irgendwie mit ihrem neuen Leben zu tun hat. Und das führt eben dazu, dass sich Irene in Detailbeobachtungen ihres Innenlebens, aber vor allem in Detailbeobachtungen der Außenwelt verliert. Das ist ein recht frühes Werk von Hertha Müller. Es ist tatsächlich ihr erstes Werk, das sie selbst nach ihrer Ausreise nach Berlin geschrieben hat. Und das erklärt für mich auch die Zerstreuung in diesem Roman. Ich habe hier ständig das Gefühl gehabt, dass es zwar um sehr viel geht, aber dass Hertha Müller das, worum es geht, nicht wirklich greifbar machen konnte. Wahrscheinlich, weil sie es zu diesem Zeitpunkt selber nicht greifen konnte. Bei Hertha Müller verliert man sich oft auf der Suche nach einem Plot. Manchmal versteckt er sich bei ihr, manchmal ist er nicht wirklich da. Braucht es meiner Meinung nach auch nicht. Aber neben einem nicht vorhandenen Plot haben wir hier auch eine sehr unfokussierte Erzählerin, eine sehr ablenkbare Erzählerin, sodass wir uns in Alltagsfetzen und Beobachtungen der nahen Umgebung verlieren. Wir haben hier Beobachtungspartikel, die sich im Endeffekt zu einem Stillleben zusammensetzen. Und dieses Stillleben fand ich sehr authentisch, weil die ersten Wochen und Monate müssen sich einfach wie Gummi gezogen haben in dieser neuen Heimat. Und so sehr ich es auch nachvollziehen kann, wie sich Hertha Müller einfach unverbunden zu allem gefühlt hat und so verloren in den alltäglichen Beobachtungen, so sehr ist mir dieses Buch doch auch schwer gefallen, weil hier haben wir zwischendurch einfach sehr viele, sehr kurze Sätze. Und diese sehr kurzen Sätze, die haben meine Geduld einfach dermaßen gefordert. Die kurzen Sätze haben mich wahnsinnig gemacht. Ich habe keine Geduld für kurze Sätze. Vor allem, wenn die dann eben so einfach nur nach außen gerichtet sind und einfach beschreiben, was Irene gerade sieht. Natürlich kann ich auch nachvollziehen, dass die kurzen Sätze eben für dieses Kurzgedachte eines Ankömmlings steht, dass man nicht so weit vorausdenken kann, weil man weiß ja gar nicht, wo man hinkommt, man weiß ja gar nicht, was die deutschen Behörden mit einem machen, man weiß ja gar nicht, wo die einen hinpacken. Deswegen ist mir klar, dass Irene immer nur recht kurzweilig denken konnte. Aber trotzdem muss ich sagen, dass es für mich kein Genuss war. Diese Aspekte, die ich bei Hertha Müller liebe, dass sie eben so viel Schmerz in ihre Worte steckt und so viel einfach in Worte packt, wo man denkt, man kann es nicht in Worte packen, das ist hier in einzelnen Aspekten wiederzufinden, wirklich in einzelnen Aspekten. Aber es ist doch nicht mein liebstes Werk von ihr und es ist auch nicht das Werk, das mir am meisten Spaß gemacht hat. Dieses zerstörte Menschenkind, das eben in Rumänien so drangsaliert wurde, kommt in kleinen Nebensätzen zum Vorschein. Und dann merke ich auch, okay, das ist meine Hertha Müller, aber im Vordergrund steht eben dieses Menschenkind, das jetzt eben woanders angekommen ist und eben sehr gegenwartsorientiert das anblickt, was gerade ist. Aber dieser zentrierte Gegenwartsblick, der führt eben dazu, dass man irgendwie zu nichts einen Bezug aufbauen kann. So gerne, wie ich Irene hätte schütteln wollen, so gerne hätte ich die Hertha auch geschüttelt. So lange, bis was rauskommt, was das ist, was ich bei der Hertha so gerne liebe. Aber es kam sehr wenig raus. Solange ich dieses Buch auch geschüttelt habe, es kam sehr wenig raus. So gerne ich ihre Gedanken nach der Ankunft in Deutschland gespürt hätte, habe ich doch das Gefühl, dass Hertha uns hier ein Abbild ihrer Umwelt geben wollte und irgendwie mit ein paar Mitteln versucht hat, uns nicht so nah an sich ranzulassen. Aber doch muss ich sagen, dass ich aus dem Buch mit einem viel größeren Hertha-Hunger rausgehe, als dass ich hier irgendwas gefunden habe, das mich irgendwie sättigen könnte. Ich habe nicht mehr so viele Bücher von Hertha Müller übrig, die ich lesen könnte. Wahrscheinlich muss ich dann irgendwann mit den Rereads starten, aber ich bin sehr rational, was Hertha Müller angeht. Bin ich nicht. Ich bin sehr rational, was die Wahrscheinlichkeit angeht, dass sie nochmal ein Buch rausbringt. Ich glaube nicht, dass sie nochmal einen Roman rausbringt. Ich weiß, dass sie ihre Collagen rausbringt, aber ich möchte Romane von ihr, versteht ihr? Und ich glaube nicht, dass sie nochmal einen Roman rausbringt, was ich natürlich sehr schade finde, aber ich denke, in dem Aspekt muss ich sehr ehrlich zu mir sein. Hertha, wenn du mich hörst, ich brauche noch einen Roman.
Ein oder zwei, bitte. Kommen wir zur Statistik und erstmal zum Leseverhalten. Ich habe zwar 8 Bücher gelesen, bin aber nur bei 2120 Seiten. Das macht 68 Seiten pro Tag. Davon waren 4 männliche Autoren und 4 weibliche Autoren. Ich glaube, so ausgeglichen war es noch nie. Neu entdeckte Autoren waren davon 7. Nur Hertha Müller war mir vorher bekannt. Und allgemein ist es auch der erste Monat ohne 5-Sterne-Buch und von der Sternebewertung ist es auch der schlechteste Monat überhaupt. Es waren eben einige mittelmäßige Bücher dabei. Es waren zwar auch Bücher dabei, die mich begeistern konnten, die dann aber den ein oder anderen Kritikpunkt abbekommen haben, sodass ich sie dann von der Bewertung ein bisschen runterdrosseln musste, sodass wir bei einer durchschnittlichen Sternebewertung von 3,6 Sternen sind. Das stört mich überhaupt nicht. Ich erwarte nicht, dass ich immer Meisterwerke lese. Ich erwarte nicht, dass ich immer sehr gute Bücher lese. Diese durchschnittlichen Bücher und guten Bücher und auch mal schlechten Bücher, die gehören ja genauso dazu wie die sehr guten Bücher. An solchen Büchern merkt man eben wieder, was einem gefällt und was einem nicht gefällt, ne? Wir kommen zum Kaufverhalten. Ich habe 3 Bücher gekauft. Lola Randl habe ich gleich gelesen. Insgesamt habe ich 57 Euro für Bücher ausgegeben. Obwohl es nur 3 Bücher waren, waren es doch 57 Euro, das meint man gar nicht. Ich bin mit einem Sub von 62 Büchern in den Monat gestartet und habe zum Ende des Monats einen Sub von 56 Büchern. Und vielleicht, vielleicht schaffen wir es nächsten Monat unter 50. Vielleicht. So, Freunde, ich habe hier mindestens 3,5 Liter geschwitzt, während ich das Video gedreht habe. Ich hoffe, ihr findet einen Weg, euch abzukühlen. Dann freue ich mich wie immer von euch in den Kommentaren zu hören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Ciao! Er arbeitete acht Jahre für die Parteizeitung. Außerdem arbeitete er 8 Jahre für die Das ist doch absurd. Die Rede ist von William Andrews, die mit der Drachentöchter. Ich schwitze zu arg. Ich kann nicht. Ich brauche den Ventilator. Ich brauche kurz 2 Minuten. Beyoncé. Ein weiterer Neuzugang, den ich im Juni vorgestellt habe und im Juli gleich gelesen habe, von Patricia Highsmith, zwei Fremde sind im Besuch. Patricia Highsmith. Wir haben hier also sozusagen beobachtet. Es war so heiß.